Männer rasieren sich ja nicht nur den Bart, oft auch die Achseln und den Intimbereich. Und Frauen machen das natürlich auch. Das sieht nicht nur reizend aus, das kann auch ganz schön reizend sein. In der Praxis sehe ich ganz oft Rötungen, Allergien, Eiterpusteln. Haben Schamhaare überhaupt einen Sinn? Klar haben sie das. Sie sind unsere körpereigene Klimaanlage. Sie belüften unsere Körperfalten. Sonst wäre es da schwitzig und feucht, weil ja Haut auf Haut liegt. Und außerdem verwedeln Schamhaare unseren körpereigenen Lockduft. Schamhaare sind also durchaus gesund.